Kooperation der WENIC in der Elaboration eines Forschungsfeldes. Ich freue mich sehr, dass nach dem Generation hier aus wissenschaftlicher Perspektive, wir werden uns fragen, wer wirklich die WENIC-Kinder sind und was sie wollen. Kurz zu meiner Person. Geburtshelfern, zumindest einer der vielen Ermöglicher, die diese Initiative auch um sich geschart hat. Adriana De Frari ist im Wende 2010, 2011 zu mir ins Büro gegangen, hat um den Praktikumsplatz nachgefragt. Ich habe gesagt, bitte lernen auf der einen Seite kennen, wie so eine Stiftung funktioniert, was eine Stiftung umtreibt, was sie so treibt. Auf der anderen Seite nehmen wir ein eigenes konkretes Projekt vor, nutze die Zeit, daran zu arbeiten. Daraus ist die dritte Generation Ost geworden. Mein polnischer Kollege, Grzegorz Schnocko, deine Generation, dein Alter und ich, wir haben es nicht immer verstanden, was du damals gemacht hast. Wir haben aber immer an dich geglaubt und ich glaube auch, das zu Recht. Apropos Wendekinder, auch ich verstehe mich als Wendekind. 1989 ist zentral für mein Denken, auch wenn ich aus dem Südwesten Deutschlands komme und damit am weitest entfernten Punkt vom Nordosten unserer Republik stammen. Aber ich habe das Glück gehabt, 1987 auf Klassenreise im Nordwesten zu sein, was wir heute unter Mecklenburg-Vorpommern verstehen, Neubrandenburg, Schwerin, Güstrow. Ganz, ganz spannende Erfahrung in dem November 1987. Wilder Zufall, dass gleich drei Personen aus Mecklenburg-Vorpommern oder die was mit Mecklenburg-Vorpommern zu tun haben. Hier sind Diana De Tari, Frau Schwesig, Christian Nestler. Als erstes möchte ich Sie bitten, Frau Schwesig, ein kleines Grußwort zu halten. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, Herr Knoll, für die freundliche Begrüßung. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerne gekommen. Ich freue mich, dass sozusagen die dritte Generation Ost weiter aktiv ist, dass wir nach dem ersten Buch, der ja sehr auf biografische Züge von den sogenannten Wendekindern, das auf biografische Züge von den sogenannten Wendekindern fokussierte, man jetzt so einen nächsten Schritt geht, sich das wissenschaftlich angeschaut hat. Es ist immer spannend zu sehen, auch das, was man selber fühlt und denkt über dieses Thema, auch andere so sehen oder was es für andere Aspekte gibt. Deswegen bin ich auch sehr gerne gekommen. Wir feiern in diesem Jahr am 3. Oktober 25 Jahre deutsche Einheit. Ich glaube, zurzeit aktuell ist es irgendwie gefühlt noch weit weg, diese Feierlichkeiten, dieser besondere Tag, weil uns mittlerweile eine nationale Aufgabe beschäftigt, die, ich glaube, wenn nicht vergleichbar, aber ähnliche Dimensionen hat wie die deutsche Einheit, und zwar die Flüchtlingskrise weltweit und natürlich die Bereitschaft in unserem Land, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich bin sicher, dass diese Zeit, die wir jetzt erleben, die vielen Menschen, die aus guten Gründen zu uns kommen, auch unser Land verändern werden, so wie natürlich auch die deutsche Einheit unser Land verändert hat, und dass, je nachdem, wie wir es jetzt machen, dass das Bild prägen wird unseres Landes, wie es in 10 oder 20 Jahren aussieht. Deshalb ist es gerade auch eine ganz spannende Zeit, wo, glaube ich, zumindest die Leute, die auch über Wende, über Erfahrungen reden, mir geht es jedenfalls so manchmal im Kopf haben, das ist jetzt eine Zeit, wo man nicht einfach so wie immer handeln kann, sondern sich schon darüber bewusst sein muss, dass es eine große Herausforderung ist, die natürlich große Aufgabe ist, aber auch gleichzeitig Chancen bietet. Es gibt immer eine Chance darin, wenn Menschen sich wieder begegnen und auch Menschen in unser Land dazukommen. Deshalb finde ich es trotzdem gut, dass wir heute diesen Aufschlag machen. Das ist ja wird die eine Veranstaltung sein unter vielen, die dann sich um den 3. Oktober sozusagen herumranken und
als ich Adriana kennengelernt habe, habe ich sie eigentlich gefragt, kannte auch diese Idee mit der dritten Generation Ost. Das liegt eigentlich auf der Hand, über diese Generation, zu der ich ja auch gehöre, zu sprechen. Aber ich räume ein, bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir das eigentlich nie so strukturell überlegt, was hat es eigentlich für die Generation bedeutet, sondern habe das selber natürlich auch gelebt und war selber eher in dem Machtmodus, als sich das mal auch rückblickend anzuschauen. Und du hast, kann ich mich gut erinnern, damals gesagt, ja, immer wenn der Tag der deutschen Einheit gefeiert wird und dann auch natürlich der Tag des Mauerfalls, gibt es ganz viele, dann in diesem Tag herum ganz viele Sendungen, auch Talkshows. Und dann sitzen dort immer die ganzen Zeitzeugen aus Ost und West, die viel zu berichten haben, aber irgendwie kommt unsere Generation gar nicht vor. Und damit kommt auch ein Blick aus einer Generation, die eben auch die Wende erlebt hat, nicht vor, die aber heute auch Verantwortung trägt. Und das fand ich eine ganz spannende Diskussion. Und wenn ich das für mich sagen kann, ich würde unsere Generation, die sogenannte Generation der Wendekinder, so beschreiben, dass wir eben Freiheit und Unsicherheit erlebt haben in einem Alter, wo man Jugendlicher ist, wo man auch eigentlich diese Freiheit will, natürlich, also nicht nur diese politische Freiheit, die gekommen ist, sondern jedes Mädchen, jeder Junge sucht in dieser Phase nach auch seiner persönlichen Freiheit. Man will Grenzen, die vielleicht vorher Elternhaus, Schule, egal in welchem System gegeben haben, auch knacken, überschreiten. Gleichzeitig braucht man eigentlich die Familie und auch das soziale Umfeld für Rat. Wie geht's, was hat man vorher, welche Ausbildung will man machen, welches Studium. Und wir sind genau in diese Zeit gekommen, wo auf einmal es ganz, ganz viele Freiheiten gab, aber gleichzeitig auch ganz viel Unsicherheit und oft diejenigen, die einem am nahesten standen, zum Beispiel die eigenen Eltern, eigentlich einem auch nicht wirklich einen Rat geben konnten, weil sie auch nicht wussten, was kommt jetzt eigentlich. Bei mir persönlich war das so, ich bin in dem kleinen, in der kleinen Stadt Seelow bei Frankfurt-Oder aufgewachsen. Da kam natürlich das, was sich in Leipzig und Berlin abspielte, auch ein bisschen zeitverzögert in diesen Ort. Und ich war damals 15, wollte gerne Erzieherin werden, hatte auch schon einen Ausbildungsplatz, wollte unbedingt gar nicht Abi machen. Die Lehrer waren in meinem Elternhaus, sogar beim Elternhaus, sind abends mal zu meinen Eltern kommen wollten, haben die unbedingt überreden wollen, dass ich nun Abi mache, weil es gab nicht viele, die aus der Klasse Abi gemacht haben. Mein Vater war Arbeiter, das hat irgendwie ins System gepasst. Aber ich wollte gar kein Abi machen, ich wollte eben Erzieherin lernen. Und dann gab es auf einmal diesen Ausbildungsplatz nicht, dann wusste ich auch gar nicht so richtig, was ich machen sollte, weil mir auch keiner sagen konnte 1989, 90, was gibt es dann, was gibt es für Alternativen, weder das Elternhaus, schon gar nicht die Schule und alle da drumherum. Dann habe ich nämlich deshalb doch Abi gemacht und die Berufsberatung 2 Jahre später war jetzt auch noch nicht, glaube ich, so viel weiter. Und jetzt haben die gesagt, sie sind gut in Mathe, die sind auch im Finanzamt, die suchen welche. So lief es bei mir. Später bin ich dann durch ehrenamtliches Engagement, was ich auch schon vorher hatte, zur Politik gekommen und jetzt als Ministerin schließt sich für mich der Kreis, dass ich wieder was für Kinder tun kann, in einem anderen Job als Erzieherin, aber es ist ähnlich, jedenfalls von den Bauchstellen her. Und so habe ich auch erfahren, dass man eigentlich, egal wen man aus unserer Generation fragt, ich sehe das bei meinen Schulfreunden, bei Freunden, die ich dann über das Studium kennengelernt habe, bei meinem eigenen Mann und seinem Freundeskreis, eigentlich macht heute nie einer das, was er sich damals jedenfalls vorgenommen hat. Und ich persönlich habe diese Zeit natürlich erstmal als super spannend empfunden, habe auch diese Freiheit empfunden, nicht nur die Freiheit zu reisen, sondern dieses Gefühl des Umbruchs, dass jetzt viel mehr möglich ist. Viele Dinge, wie sie im System damals in der DDR waren und was es eigentlich heute bedeutet für ein großes Glück in dieser Freiheit und Demokratie, auch wenn man sich tagtäglich damit rumschlägt, zu leben, habe ich erst, muss ich sagen, in den Tagen danach oder in den Monaten und Jahren danach wirklich verstanden und für mich richtig kapiert. Aber ich habe eben in dieser Zeit der Freiheit, die ich spannend fand, weil man eben und auch viele Chancen hatte, natürlich auch diese Unsicherheit erfahren. Einmal die Unsicherheit bei den Eltern, dass sie einem auch nicht wirklich Rat geben konnten, wie geht es weiter. Dann Unsicherheit zum Beispiel in meinem Elternhaus, wenn mein Vater arbeitslos wurde und ich das erste Mal auch mit solchen Sorgen konfrontiert war. Und das nicht spurlos natürlich auch an Kindern vorbeigeht, wenn sie sehen, die eigenen Eltern wissen eigentlich jetzt auch gerade nicht, wo die Reise hingeht.
Also ich glaube, das ist eine starke Erfahrung aus unserer Generation, Freiheit durch Unsicherheit und zugleich zu empfinden, zu erleben. Und dass diese Erfahrung dazu geführt hat, dass viele von uns viel frühzeitiger, als es vielleicht heute der Fall ist, und auch mein Bruder, der ist 6 Jahre jünger, eigentlich auch kurze Zeit danach war, viel früher auf eigenen Beinen, sehr zielstrebig, sehr eigenständig, pragmatisch. Und ich will sagen, der Begriff Pragmatismus ist für mich nicht gleichzusetzen mit Beliebigkeit, so wie es jetzt mal gerade praktisch passt, sondern eher an Werten orientiert, aber auch die Realität sehen und einfach was draus machen. Und deswegen finde ich, dass in dieser Generation noch sehr viele Potenziale sind. Viele sind ja dann weggegangen nach Westdeutschland, jetzt kommen einige wieder zurück. Und ich finde, dass diese Potenziale mehr genutzt werden müssten. Es gibt einige Ostdeutsche, die heute auch Gesamtdeutsche sind, die in der Öffentlichkeit stehen. Unser Bundespräsident, unsere Bundeskanzlerin, vielleicht gehöre ich auch dazu, aber es täuscht darüber hinweg, dass es viel zu wenige Ostdeutsche gibt mit den Erfahrungen, die auch in Führungspositionen sind, wenn man in die Verwaltung schaut, aber vor allem auch, wenn man in die deutsche Wirtschaft schaut. Das finde ich schade, weil ich glaube, diese Erfahrung, dieses Potenzial viel stärker genutzt werden sollte. Ich finde es spannend, um ein Ergebnis vorwegzugreifen, dass jedenfalls die Autoren dazu kommen, dass viele von uns ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie ich sie ihnen persönlich geschildert habe, aber dass wir das, was wir an Erfahrung gemacht haben und was wir auch tun, nicht bewusst als sogenannte Wendekinder tun, sondern diese Selbstzuschreibung wird eher verneint, steht im Abschlusskapitel. Und auch die Forscherinnen und Forscher gestehen sich ein, dass sie sich sehr auch auf den akademisch gebildeten Teil der Generation bezogen haben. Aber ich finde, in jeder Generation gibt es jemanden, der vorangeht, der für neue Ideen und Lebensweisen steht. Und warum sollten nicht wir das sein, die Wendekinder, auch wenn uns dieses Label nicht an der Stirn klebt und sich das auch keiner dran kleben kann. In diesem Sinne freue ich mich auf eine spannende Diskussion. Ich mache eine ganz kurze Vorstellung. Es war schwierig, eigentlich haben Sie schon viel über sich selbst gesprochen, auch über Ihren Lebensweg, über Ihre Karriere. Ich glaube, ich muss das auch jetzt gar nicht mehr ganz groß ausführen. Vielleicht nur noch mal die Eckpunkte. 1974 geboren, in Frankfurt-Oder, bei Seelo oder in Seelo aufgewachsen. Dann Diplom-Finanzwirtin sind Sie von Beruf, ab 2002 im Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, dann sind Sie eben in den Nordosten gegangen. Politische Karriere, Sie sind Ministerin für Soziales und Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 2008 und 2013 gewesen, seit 2009 eine der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD und seit 17. Dezember 2013 Ministerin für Jugend, Soziales. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich das dann genau hingeschrieben habe. Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich wirklich sehr. Herr Jahn, Sie sind jetzt kein Wendekind. Sie sind einen Tick zu früh geboren, nämlich im Juli 1953 in Jena. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, welch spannendes, anregendes, aufregendes
geführt haben, die ist bis 1983, dann gab es eine Gewaltsammelwolle, wie nennt sich das, Aufbürgerung aus der DDR. Sie haben dann als Journalist in West-Berlin gearbeitet, unter anderem im RBB, am Schluss im Politikmagazin Kontraste. Seit März 2011 sind Sie als Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, damit Nachfolger von Marianne Wirtler und Nachfolger von Joachim Gauck. Eben weil Sie kein Wendekind sind, finde ich das jetzt unglaublich spannend, dass Sie da sind und uns erzählen werden, welchen Zugang Sie dazu haben. Eins haben Sie mir schon genannt, ich finde das unglaublich toll. Dann ist noch da Adriana Letrari, über dich ist jetzt auch schon viel gesprochen worden, Jahrgang 79, in Neustrelitz geboren worden, Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen und wir sind zusammengekommen seit 2010. Christian Nestler, Jahrgang 84, in Rostock geboren, aufgewachsen und dort immer noch als Moment-Doktorand tätig. Historiker, neue Geschichte habe ich gelesen und Politikwissenschaft. Für mich als Historiker ist dieses Fach natürlich immer unglaublich wichtig. So, jetzt ist das, ich habe es bereits erwähnt, das zweite Buch über diese dritte Generation erschienen. Das erste Buch, dritte Generation Ost, wer wir sind, was wir wollen. Frau Schwesig, Sie haben es auch schon angedeutet, in diesem Buch ging es eben um Freiheit und Möglichkeiten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite um Unsicherheit. Ich habe das damals auch als Haltlosigkeit interpretiert. Es gibt dieses schöne Wort von Goethe, das Kinder brauchen, nämlich Flügel und Wurzeln. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, Wurzeln fehlte ihrer Generation, eben auch weil ihre Elterngeneration so selber verunsichert war. Es war ein unglaublich persönlicher, intimer Eindruck in diesem Buch. Jetzt ist dieses Buch auch schon 2 Jahre alt und auf einmal haben wir eine wissenschaftliche Kollaboration zu diesen Wendekindern. Warum eigentlich? Ja, wir haben ja tatsächlich eine ganz große Euphorie auch um die dritte Generation Ostdeutschland erlebt. Das Buch war sicherlich ein Auslöser, es gab auch Generationstreffen und eine Busstour und seit 2011 eine ganz breite mediale Berichterstattung. Und es ist zu dem Eindruck gekommen, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, die dritte Generation wären nun alle 2,4 Millionen Menschen, über die wir hier ungefähr sprechen. Und letztendlich war die Idee von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass wir uns mal anschauen, was denn wissenschaftlich eigentlich bisher über diese Kohorte gesagt und geschrieben worden ist. Und dann haben wir Bernd Winter gefunden und Thomas Abbe und Rainer Gries, die in den Jahren 2002 und 2006 angefangen haben, sich mit den DDR-Generationen insofern zu befassen, als dass die Wendekinder mit auftauchten. Das ist die Begriffsprägung von Gries und Abel. Und interessant war, dass aus unserer Perspektive und auch vor dem Hintergrund dessen, was wir eben am Beispiel des Werdegangs von der Bundesministerin gesehen haben, es wirklich ein sehr eingeschränkter Blick auf die Wendekinder gewesen ist. Sie wurden nämlich als sehr eingehegt beschrieben, also als letzte DDR-Generation, die tatsächlich sehr behütet, also fern der Erfahrung, die zum Beispiel Roland Jahr machen musste, aufgewachsen ist und dann im Zuge von 89, 90 eben dieses, und das sagt Herr Lindner auch, diese unberatende Erfahrung gemacht haben. Davon hat Manuela Schwesig ja gerade auch selber berichtet. Dann endeten aber diese Ausführungen. Und das war im Kontrast zu dem, was wir jetzt erleben in den letzten 5 Jahren, eine Diskrepanz, die wissenschaftlich sich noch keinen Niederschlag gefunden hat. Und zudem musste sich auch gefragt werden, wie viele Personen sind es denn eigentlich wirklich, jetzt mal rein quantitativ, die dieses dritte Generationslabel nicht nur hervorgebracht haben, sondern vielleicht sich auch beginnen, damit ein Stück weit zu etikettieren. Sind das wirklich alle 2,4 Millionen Menschen? Oder hat es nicht auch unterschiedliche Verarbeitungsformen dieser Transformationserfahrung bei den Wendekindern gegeben? Und das war der Anlass, dieses Buch zu machen. Und damit wir jetzt auch, wenn wir fortlaufend darüber sprechen, nochmal Begriffsklarheit haben,
ein Ergebnis kurz zum Abschluss vorweg. Und zwar ist dieser Begriff der dritten Generation Ostdeutschland letztendlich ein politischer Kunstbegriff. Und der wurde eben in die Debatte von einer Gruppe von Personen eingebracht, die verschiedene Implikationen hatte seinerzeit. Nämlich, man wollte darauf hindeuten, dass es eben diese besondere Transformationserfahrung gibt. Und das Wort Dritte ist ja auch immer ein Begriff, kulturtheoretisch, der sich im Dazwischen befindet. Und dieses Dazwischensein zeigt sich eben sowohl in der Sozialisation, also in der DDR aufgewachsen, als auch in der Erfahrung eben zweier Kulturen. Und soll damit auch eine Solidaritätserklärung sein zu den Menschen, die vielleicht auch aus anderen Ländern hier nach Deutschland gekommen sind und sich ja auch als dritte Generation Migration selbst bezeichnen. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, so wie ich dich jetzt kenne, Adriana, dass dich das zufriedenstellt, lediglich aus wissenschaftlicher Perspektive da ranzugehen, sondern für dich auch als politischer Mensch steckt ja immer so eine politische Subbotschaft, auch in wissenschaftlichen Werken gibt das. Also welche ist die da? Gibt es diese politische Subbotschaft oder gibt es ganz direkt eine politische Ermunterung? Ihr schreibt auch, Wendekinder in der Funktionselite, sind die Wendekinder in der Funktionselite angekommen, neben der Bundesministerin? Ja, also dazu haben wir in diesem Buch, es haben 26 Autorinnen und Autoren mitgeschrieben, ein Paper geschrieben mit Marvin Koschka und Christian Nestler, nämlich zu der Frage, wie steht es denn um Personen wie Manuela Schwesig oder auch zum Beispiel Landtagsabgeordnete, also Wendekinder, die im ostdeutschen Landtag sind. Und dazu kann uns Christian Nestler jetzt nochmal einen Einblick geben. Ja, vielen Dank. Was wir jetzt hier vorbereitet haben, ist letzten Endes erstmal nicht das Allgemeine, sondern das Besondere. Wendekinder in der Funktionselite ist tatsächlich thematisch einfach gegeben und wir sehen jetzt hier mit den vier Bildern einfach mal so einen Ausschnitt. Wendekinder sind ganz offensichtlich zumindest in Einzelpersonen oben angekommen, wenn man das so sagen möchte. Jetzt ist aber die Frage, inwieweit uns das auch Aussage sein kann für das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten. Und da kann man dann eben breiter schauen, inwieweit Wendekinder in Funktionselite und hier konkret dann bei Abgeordneten tatsächlich vorkommen. Und hier haben wir uns in dem Paper, was Adriana erwähnt hat, konkret die ostdeutschen Landtage ohne Berlin angeschaut. Warum geht das? Die Studien, Elitenstudien der 90er Jahre sagen uns allgemein, dass die Restelite der DDR keine Rolle mehr gespielt hat in der wiedervereinten Bundesrepublik. Das ist in ostdeutschen Landtagen ein bisschen anders, das sehen wir dann hier. Hier sehen Sie sozusagen eine Schichtspezifik und rechts aufgeführt, ich führe Sie da sozusagen durch, die Generationen, die Bernd Lindner, Thomas Aber, Rainer Gries für die DDR benannt haben. Und hier sehen Sie erstmal von der ersten Legislaturperiode an, 1990 bis heute, gibt es den Bruch nicht. Also offensichtlich. Was aber wichtig zu verstehen ist, ostdeutsche Landtage werden bis heute mit über 90% auch von Ostdeutschen besetzt. Das heißt, das ist seit 1990 so. Deshalb können wir hier sehr idealtypisch uns fragen, inwieweit kommt die nachfolgende Generation, konkret bei uns die Wendekinder, tatsächlich dann vor. Und wenn ich dann Ihre Aufmerksamkeit quasi auf den zweitobersten jeweils legen kann, sechste Legislaturperiode Brandenburg und Sachsen, beide 2014 gewählt und Sie sehen, 20-25% der Abgeordneten sind dort inzwischen Wendekinder. Das heißt, wir können an der Stelle ganz klar sagen, jawohl, auf dieser mittleren Ebene, wenn Sie so wollen, neben den schon genannten oder gezeigten vier prominenten Beispielen, wo es natürlich sehr viel mehr gibt, finden wir Wendekinder in Funktionseliten. Inwieweit das jetzt aber auch dann darüber hinausgeht, das ist dann eben die Frage, die uns sehr stark beschäftigt. Wir sehen aber, dass Sie durchaus Anknüpfungspunkte finden, auch in diesen sehr unterschiedlichen Staaten. Eine ganz kurze Rückfrage. Jetzt sind wir natürlich sehr auf den politischen Bereich beschränkt. Gibt es ähnliche Trends auch in Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft? Also Wissenschaft kann ich aus natürlichen Gründen ein bisschen was zu sagen. Dort gibt es das durchaus in der Mittelbauebene, also vergleichbar zu den Landtagen unter den Professuren ist das noch nicht vergleichbar. Dort gab es ja 90 mit dem Wechsel eine ganz klare Besetzung auch durch westdeutsche Professuren. Das ist immer noch mehrheitlich der Fall. Und für die Wirtschaft muss man sagen, hier haben wir natürlich auch einen Unterschied, da reden wir nachher noch drüber, Stichwort ostdeutsche Unternehmen. Das gibt es natürlich, das gibt es auch nicht nur punktuell, aber die
Industriestrukturen in Ost und West ist halt sehr unterschiedlich. Also eher mittelständische und kleine Unternehmen als Großunternehmen. Das heißt, hier ist die Vergleichsebene natürlich dann auch schwierig zu finden. Wir können das nachher nochmal vertiefen. Also gerade den Bereich, der ökonomische Bereich, den finde ich auch sehr spannend, weil neben den politischen Revolutionen, die wir erleben konnten, ist auch von einer anderen Ebene eben auch so manche Revolutionen im Gange, wie die Digitalisierung, die natürlich unglaublich viel gerade im ökonomischen Bereich auch verändert. Frau Schwesig, jetzt habe ich eins bisher vergessen, Sie haben bis 11 Uhr Zeit. Ich finde es schon irgendwie total schön, dass Sie überhaupt eine Stunde für uns Zeit finden. Ich wollte es jetzt nur auch für die Gäste hier ankündigen. Wir werden versuchen, Sie dann auch rechtzeitig auf Ihrem weiteren Tagesablauf zu entlassen. Von Ihnen gibt es das Zitat: In jeder Generation gibt es jemanden, der vorangeht, der für neue Ideen und neue Lebensweisen steht. Warum sollen das nicht wir sein, wir Wendekinder? In Ihrem ganz persönlichen politischen Alltag, in Ihrer politischen Praxis, welche Rolle spielen Ihre Erfahrungen, Sie haben es vorhin schon angedeutet, in Ihrer alltäglichen Arbeit? Gibt es einen ganz spezifischen Ansatz, wie Sie Politik betreiben? Im Gegensatz vielleicht zu Andrea Nahles, die eine ähnliche Generation ist, die in der gleichen Partei ist, aber die eben auf der anderen Seite damals der Mauer aufgewachsen ist. Ja, weil Sie gerade das konkrete Beispiel Andrea Nahles ansprechen, da finde ich ganz erstaunlich, darüber haben wir uns beide auch schon mal unterhalten, dass obwohl wir ja unterschiedlich aufgewachsen sind, also erstmal natürlich in ganz unterschiedlichen Systemen, in auch unterschiedlichen Regionen. Also ich glaube, wenn wir über Deutschland sprechen, kann man auch nicht immer nur Ost-West sprechen, sondern jede Region hat ja auch nochmal seine spezifischen Eigenheiten. Dann sind wir ja auch unterschiedlich in die Politik gekommen. Also Andrea vielleicht eher, würde man heute sagen, klassische Laufbahn über Juso, schon sehr lange sozusagen parteipolitisch aktiv. Bei mir war es eigentlich ganz anders. Bei mir war es so, dass ich schon selbst zu DDR-Zeiten etwas mit Kindern und Jugendlichen gemacht habe, dann später, als die Wende war, den ersten Kinderverein in meiner Heimatstadt gegründet habe, deutsch-polnische Fanlager betreut. Also ich kam eigentlich eher aus diesem konkreten sozialen Engagement für Kinder und hatte deshalb auch das Interesse, bin auch eher so auch in die Politik gekommen, dass es für mich interessant war, in meiner neuen Heimatstadt Schwerin zu sein. Wie bringe ich mich denn hier ein und über den Kontakt der SPD in die Kommunalpolitik gekommen bin, ohne da jetzt eigentlich auf die großen Linien der Politik schon zu schauen oder gestoßen zu sein, eher so ganz praktisch im Alltag. Das ist das Tolle auch an der Kommunalpolitik, dass man sich sehr so konkret auch kümmern kann. Und da war damals auch mein Wunsch zu sagen, jetzt steckt mich nicht in den Finanzausschuss, nur weil ich aus dem Bereich Finanzen komme, sondern lass mich wieder was mit Kindern und Jugendlichen machen. Also wir sind auch aus unterschiedlichen vielleicht oder haben unterschiedliche Wege in die Politik gefunden und sind dadurch natürlich auch selber unterschiedlich, aber es ist sehr erstaunlich, wir verstehen uns sehr gut und ziehen da auch an einem Strang. Also das gibt es auch, ich will jetzt nicht sagen, dass nur wenn man die gleichen Erfahrungen gemacht hat und so, dass es dann funktioniert, das ist ja auch das Interessante, dass man voneinander lernen kann. In meinem ganz in meinem konkreten politischen Aufgabenfeld spüre ich natürlich dieses unterschiedlichen Aufwachsen zwischen Ost und West ganz konkret. Auch gerade in unserer Generation natürlich diese ganz aktuelle Debatte auch immer wieder, wie geht man mit Vereinbarkeit von Beruf und Familie um? Weil wir einfach losgelöst von politischen Systemen aufgewachsen sind in Elternhäusern, wo es eben selbstverständlich war, dass Mutter und Vater berufstätig waren, wo unsere eigenen Eltern es deshalb auch bei uns nicht in Frage stellen, habe ich natürlich eine ganz andere Selbstverständlichkeit im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in meinem eigenen privaten Leben, aber auch politisch. Und sehe, dass hier Deutschland eigentlich ziemlich zusammenwächst, dass viele Paare zwischen 25 und 35, oder nee, 39, also das beste Alter oder das Alter, wo man über Familiengründung nachdenkt, wie man ja auch offensichtlich sehen kann bei uns, oder jedenfalls, das ist sehr bekannt, sagen viele, wir wollen das eigentlich auch so, wir wollen beide berufstätig sein, Beruf und Familie vereinbaren, aber eben aufgrund der unterschiedlichen historischen Wurzeln ist es noch unterschiedlich möglich. Und da will ich mal jenseits der Debatten um Kinderbetreuung und Ganztagsschulen mal wirklich dieses gesellschaftliche Klima ansprechen. In meinem Team arbeiten viele junge Frauen, die in meinem Alter sind, die eben westdeutsch sozialisiert sind und die berichten noch von den Erfahrungen, dass es eben in ihrem Umfeld auch bei den eigenen Eltern eben nicht so selbstverständlich ist. Und an der Stelle würde ich sagen,
habe ich wirklich sogar einen Vorteil, weil weder meine Mutter noch meine Schwiegermutter in Frage stellt, dass ich wegen Kinder arbeite. Und, aber Frauen aus Westdeutschland oft diese Vorwürfe hören, vielleicht sogar aus ihrem familiären Umfeld, was am meisten wehtut. Es ist egal, was Leute, andere Leute sagen, denken oder schreiben, aber wenn man Vorwürfe von der eigenen Mutter kriegt, wieso geht dein Kind, wieso gehst du jetzt arbeiten und das Kind geht in die Ganztagsschule, ich rede jetzt nicht über Krippe, dann ist es hart. Also ich will nur sagen, in meinem Themenfeld spielt natürlich die Frage, wie sind die Leute aufgewachsen und unabhängig von dem politischen System eine große Rolle und das bewegt uns natürlich. Und ich habe jetzt auch einen Studienauftrag gegeben, auch zum Jahrestag der Deutschen Einheit, um nochmal genau dieses, wie hat sich Frauenbild entwickelt, Familienbild entwickelt, auch nochmal wissenschaftlich zu untersuchen. Als klassischer Gegenentwurf zu Ihnen würde ich jetzt Alexander Dobrindt aus dem Kabinett jetzt nehmen. Ja? Mann. Weil der bunte Schultrinken kann ich sagen. Die Schule habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ein Mann, der aus einer Region kommt, die unglaublich reich ist, selbstsicher, selbstgewiss. Beneiden Sie ihn manchmal um diese Selbstsicherheit, die er auch ausstrahlt, oder sagen Sie, der Arme, der ist noch nie mit Veränderungen in dem Maße konfrontiert gewesen, der wird sich aber schon mal wahnsinnig schwer tun. Nein, also ich beneide Herrn Dobrindt überhaupt nicht, muss ich sagen, jeder wegen seinem Aufgabenfeld und ich habe jetzt auch um die Maut herum nicht alles wirklich selbstsicher, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also, aber was hinter Ihrer Frage steckt, ist eine ganz spannende. Das begegnet mir schon, auch natürlich durch meine politische Arbeit, dass ich Regionen erlebe und auch Menschen erlebe, die sicherlich auch in ihrem ganz persönlichen Alltag eine Herausforderung haben. Also ich finde, man sollte niemand absprechen, dass nicht jeder so sein Päckchen zu tragen hat. Ja, das muss man ja auch nicht alles auf dem Silbertablett vor sich hertragen. Aber natürlich gibt es einen riesen Unterschied zwischen Regionen, die wirklich wirtschaftlich stark sind, wo es diese Finanzdebatten, die wir auch zu großen Teilen in den ostdeutschen Kommunen haben, die aber auch westdeutsche Kommunen wie in NRW erleben, nicht haben. Und ich bin jetzt manchmal überrascht, wenn ich dann mit Politikern und Politiker rede, auch aus Westdeutschland, die jetzt auch diesen demografischen Wandel haben vor Ort, wo man eine Schule schließen muss, dass sie sagen, ja, wir wissen gar nicht, was los ist, bei uns muss jetzt eine Schule geschlossen werden. Dann sage ich, das ist leider bei uns Alltag gewesen, dass eben diese demografische Entwicklung auch durch den Wegzug der jungen Leute ja so massiv niedergeschlagen ist, dass es eine große Herausforderung ist, die Dörfer lebenswert zu halten. Also es ist schon so, dass wir in Ostdeutschland einfach durch den Umbruch und durch die demografische Entwicklung, die schneller voranging, durch den Wegzug der jungen Leute, natürlich viel eher mit Dingen konfrontiert sind, auch im politischen Alltag. Also die Frage, mehr Geld für irgendein Wunschthema ist ja nie, sondern eher, wie halten wir das eigentlich, was wir haben, möglichst aufrecht, dass es lebenswert ist. Diese Unterschiede gibt es schon, aber ich habe mich in dieser Rolle, also seitdem ich in der Politik bin, kenne ich nichts anderes als Spardiskussionen und Verteilungskämpfe und immer wieder Kampf um Geld, insbesondere natürlich meine Themenfelder, Kinder und so. Aber ich habe mich deswegen, muss ich sagen, habe ich nie andere beneidet oder fühle mich deswegen auch nicht irgendwie schlecht oder bemitleidet mich. Das sind halt die Herausforderungen und das meinte ich vorhin auch so ein bisschen mit Pragmatismus. Ich kann es jedenfalls für mich sagen und auch für ostdeutsche Kollegen, die ich kennengelernt habe, auch jenseits unserer Generation, also zum Beispiel Matthias Platzig, aber auch viele Ministerkollegen, die ich in meinem Land kennengelernt habe, wir sehen diese Herausforderungen, wir machen uns einen Kopf und diskutieren darüber, aber wir fallen nicht in diesem Rhythmus und das möchte ich auch nicht für die Ostdeutschen, dass wir jammern. Vielleicht nochmal eine Frage noch mal dazu, auch von, dann nehme ich jetzt nochmal auf, was Christian Nestler vorhin gesagt hat, auch die Realität an Universitäten, also die sehr, sehr gut bezahlten Jobs, die haben die alten Männer aus Westdeutschland noch innen. Darunter findet sich dann die Generation von Ostdeutschen, also da ist so die Decke, die Arbeit machen. Genau. Ein anderes Beispiel, eine sehr gute Freundin, auch mit einer Westsozialisation, die ist trotzdem Staatssekretärin in Thüringen geworden. Ja. Also, und die hat auch mein Alter, ist sogar jünger. Also die Frage, diese gläsernen Decken, ja, und auch letztes Jahr haben wir uns so über diese Generation der 1964 Geborenen diskutiert, eine Generation, die überall ist, ja, weil sie auch so viele sind. Ja. Wie geht man damit um und wie gehen Sie damit um und sagen, hallo, vielen Dank, jetzt ist unser Platz und jetzt ist unsere Zeit gekommen. Ja. Nein, die wir es auch selber wollen müssen und jedenfalls, ich kann es jetzt für den politischen Raum
zitieren, es war ja nach der Wende nicht wirklich üblich, zum Beispiel sich in eine Partei zu gehen. Ich weiß es auch von meinem Elternhaus, das war ja eher, also wir Ostdeutschen assoziieren mit Parteizugehörigkeit eher eine negative Assoziation, aufgrund der Erfahrung mit SED etc. Und deswegen war für mich auch immer klar, ich gehe, wenn in eine Partei, die sozusagen losgelöst davon ist. Das sind ja eigentlich nur Grüne und SPD, die sich so wirklich neu gegründet haben in Ostdeutschland. Und also das war überhaupt nicht üblich, sich sozial zu engagieren, ja, aber nicht parteipolitisch. Und natürlich ist die Politik ein Feld, wo man Einfluss hat, wo man auch Macht hat. Und alleine die Begriffe Einfluss, Macht, ich glaube, die sind bei uns auch nicht so positiv belegt, ja, aber dabei kann man sie natürlich positiv nutzen. Und ich kenne viele aus meiner Generation, ich habe eigentlich auch ein persönliches Umfeld, was jetzt nicht über die Politik entstanden ist, sondern eben über den Lebensweg, den ich vorhin skizziert habe. Das sind viele fitte Taffe, die ich mir in Spitzenpositionen vorstellen kann. Aber wir haben auch darüber mal diskutiert, Adriana, diesen Schritt auch zu sagen, ich kämpfe jetzt auch dafür und ich muss da auch im Zweifel für eine Spitzenposition auch einen gewissen Machtkampf und eine Auseinandersetzung aushalten. Da bin ich mir nicht sicher, ob das jeder so für sich mitbringt. Die Fähigkeiten schon, aber dieses dann auch bewusst sagen, ja, also ich will das jetzt auch mit den negativen Begleiterscheinungen, die ja dazugehören. Im politischen Raum sehe ich so eher als Hauptgrund, dass die nach der Wende jedenfalls es eher unüblich war, sich in wieder einer Partei anzuschließen. Und ich kann es auch für mich sagen, ich bin ein Jahr lang mit der SPD sozusagen, war ich in der SPD aktiv, ohne Parteimitglied zu sein, weil auch für mich der Schritt, mich zu entscheiden, also ich bin jedenfalls kein Typ, der einfach irgendwo so mitmacht und dann sich wieder nach 3 Jahren vielleicht überlegt, fand ich doch nicht so gut. Alleine diese, ich höre das auch oft, wurde ich das auch gefragt, wie kannst du dich für eine Partei entscheiden, auch nur SPD oder andere, aber auch SPD, da ist doch das und das nicht in Ordnung. Dann sage ich immer, ja, das stimmt, aber diese Vorstellung, und mit dieser Vorstellung sind wir in Ostdeutschland groß geworden, dass die Dinge immer nur schwarz und weiß sind, ja? Dass es nur eine gute Sache gibt. Hier ist einfach falsch. Man wird sich immer, egal ob man in einer NGO ist, ob man in einer Partei ist, ob man in einer Firma ist, ob man an einer Uni ist, man wird immer Dinge finden, für die man brennt, sonst sollte man da nicht sein. Aber man wird gleichzeitig Dinge finden, wo man sagt, das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Und ich habe auch für mich eine Weile gebraucht, damit gut klarzukommen. Weil wir als Kinder in Ostdeutschland aufgewachsen sind, es gibt nur gut oder böse. Ich will das mal ein Beispiel der Werbung erklären. Ich habe die Werbung im Westfernsehen, was ich natürlich auch zu DDR-Zeiten geguckt habe, nie verstanden. Weil bei uns gab es nur eine gute Sache. Und da haben sie dir gesagt, das Auto ist gut, dann kam das Auto, was das Beste ist. Ich habe es am Anfang echt nicht so als Kind kapiert. Und das hat so für mich ganz praktisch gemacht, mein Gott, die sind sehr eingleisig auch erzogen worden an dieser Stelle. Ja. Es gibt nur schwarz-weiß, nur gut und böse. Man will immer mehr gut sein, deswegen entscheidet man sich nicht, vielleicht die schwierigen Sachen zu machen. Das ist aber so meine persönliche Erfahrung gewesen und auch, glaube ich, der Grund, warum Ostdeutsche manchmal zögern oder am Anfang jedenfalls gezögert haben, zu sagen, dabei zu bleiben. Es sind ja auch viele Ostdeutsche, die politisch in der Wendezeit massiv aktiv waren, ohne die es diese wendefriedliche Revolution nie gegeben hätte, dann aus der Politik gegangen, weil sie genauso gesagt haben, nee, da gibt es viele Begleiterscheinungen in der Demokratie, die ich nicht gut finde. Wir haben uns das eigentlich anders vorgestellt, aber ja, man kann es nur verhindern, besser machen, wenn man eigentlich mitmacht. Kleine Ergänzung zu der Partei. Ich hadere auch mit der Partei, bei der ich Mitglied bin, am meisten. Und trotzdem bin ich total froh, dass es diese gibt und dass ich mich bei der auch engagieren kann. Adriana hat sich gemeldet. Ja, ich finde das einen ganz spannenden Befund, diesen Aspekt, dass vielleicht viele Wendekinder könnten, aber möglicherweise noch zu wenig wollen. Denn ich frage mich, ob da noch etwas transgenerational mitgetragen wird, was eigentlich gar nicht mehr unsere Sache ist. Und was im Grunde auch ein bisschen ein Argument, finde ich, ist, um Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass wir eben politische Implikationen dieses Buches, es könnte durchaus sein, auch dazu aufzurufen, im Grunde selber sein zu dürfen und auch Macht und Einfluss mit diesen besonderen Perspektiven, die wir haben, auch wirklich sich zu erlauben, einzubringen. Auch wenn es die Eltern vielleicht, also das ist interessant, du gibst dir völlig recht, wo die Eltern eher sagen, natürlich, und dann fängst du wieder an zu arbeiten, mit Bauch am besten noch, würden sie an der Stelle vielleicht eher nicht sagen, ja, und wann geht's los, wann suchst du die nächste Führungsposition oder wann wirst du Mitglied in einer Partei?
drei Personen auch zu Wort kommen lassen, die genau dieser Generation von Wendekindern angehört. Ich habe vorhin schon auch gesagt, Sie gehören. Wenn Sie jetzt diese Diskussion bisher hören, gibt es da Nähe, gefühlte Nähe, oder ist es eine Distanz? Über was reden die jetzt da? Nee. Wir haben ja eine Zusammenarbeit sozusagen von Anfang an ein bisschen entwickelt. Einerseits, weil ich als Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen natürlich mit dem Thema dessen, was in Ostdeutschland geschehen ist, sehr stark verbunden bin und die Akten viel dazu beitragen können, hier Dinge zu erfahren, die man nicht auf dem Schirm hatte. Gerade die geheimen Akten der Stasi, das ist im Übrigen stehen, und da geht es nicht nur um das Wirken der Stasi, sondern da geht es im Prinzip um die Beschreibung dieser gesamten Gesellschaft. Natürlich aus dem Blick der Stasi. Umso wichtiger ist es, dass wir diesen Blick noch etwas hinzufügen, nämlich das, was an Lebenserfahrung da ist. So, und dann kann man sagen, diese Wendekinder haben diese Lebenserfahrung nicht, aber gerade da haben sie ja einen Akzent gesetzt, der bisher vernachlässigt worden war. Ein Akzent gesetzt, dass sie sowohl als Kind durchaus etwas wahrgenommen haben, etwas ausgeprägt worden ist, und dann, dass sie natürlich ganz stark die Lebenswelt ihrer Eltern entwickelt haben. Und wo man auch hinschaut, es gibt immer durchaus Gründe, eine Pauschalisierung sollte man dann vermeiden, sondern immer genau hinschauen, wenn ein Mensch sich entwickelt, auch öffentlich in Erscheinung tritt, was ist da für ein Hintergrund gewesen. Und ich will mal da ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ja? Also Wendekinder, das sind nicht nur die, die jetzt Karriere machen. Wendekinder, das ist Bönhard, Mutlos, Schäfer. Ja? Das sind die, die wir ganz deutlich auf dieser Republik erschüttert haben mit ihren Taten. Ja? Oder schauen wir, die dort Gewalt als rechtsradikale Gewalttäter auftreten. Ja? Das sind auch Dinge, wo wir sagen müssen, was ist da geschehen, dass die so geworden sind. Ja? Und deswegen immer genau hinschauen, nicht pauschalisieren versuchen, das auch wissenschaftlich zu untermauern. Deswegen finde ich toll, dass das Buch jetzt gekommen ist. Auch in dem anderen Gebiet, warum sind welche rechtsradikal geworden, würde ich mir auch wissenschaftliche Untersuchungen wünschen. Ich weiß nur, dass ich als Journalist unterwegs war in Brandenburg, damals in den 90er Jahren, die 16-jährigen Glatzen, die Brandanschläge gemacht haben und die dann zu mir gesagt haben, wir stehen wenigstens unserer Meinung. Wir sind doch nicht so wie unsere Eltern, die sich angepasst haben, die nie den Mund aufgekriegt haben in der DDR. So, das heißt, die haben etwas dagegen gesetzt, gegen ihre Eltern, ja, erstmal aus Protest der Generation, aber auch mit einem gründlichen Hintergrund. Und das fand ich eine interessante Aussage, und da würde ich mir auch wünschen, dass da noch auch wissenschaftliche Untersuchungen angestellt werden, damit wir sozusagen nicht nur immer einfach mal mit einer schnellen Antwort da sind, sondern dass wir wirklich Substanz reinkriegen in die Diskussion. Aber was mir ganz besonders an der Aktion hier gefällt, dass die dritte Generation sich bewusst ist, dass sie eigentlich etwas hat, was niemand anders hat. Nämlich, und ich habe übrigens nicht nur leidvolle Zeiten erlebt, sondern ich habe sehr viel Schönes erlebt in der DDR, weil wir es uns schön gemacht haben, weil wir nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates irgendwo auch Party gemacht haben. So, und das sind alles Erfahrungen, die die Eltern der Wendekinder auch gemacht haben, in verschiedener Art und Weise. So, und irgendwo bin ich auch persönlich damit verbunden, nämlich weil ich zwangsweise gewaltsam in den Westen gebracht worden bin, war ich als bekämpfter Demenzer, als Thüringer, sozusagen verwurzelt in meiner Heimat, plötzlich im Westen. Was war ich denn jetzt, Ostler oder Westler? So geht es auch den Wendekindern. Sind sie jetzt Ostler oder sind sie Westler? So, und hier diese Gemeinsamkeit, die hat sozusagen dann die gedankliche Verbindung gebracht. Und da habe ich auch noch meine Erfahrung mit vermittelt, dass ich aus dieser doppelten Erfahrung Stärke
Journalisten unterwegs gewesen, da wurde dann gesagt, du kannst da gar nicht mitreden als Westler, weil ich vom Westfernsehen kam. So, aber ich konnte mitreden, weil ich diese Osterfahrung hatte. Ja? Und andersrum konnte ich aber am besten genauso mitreden. So, und das ist etwas, was jetzt hier gut eingebracht wird. Und deswegen sehe ich das ja auch an Frau Schwesig und so weiter. Ja? Sie hat eine Osterfahrung und trotzdem ja, weiß sie zum Beispiel die Mediengesellschaft irgendwo zu erkennen und zu nutzen. Ja? Das ist etwas, wo ich denke, wo man gut aufbauen kann, wo man einfach dann auch Zukunft gestalten kann. Und ich habe immer für mich gesagt, eigentlich habe ich es toll, im Osten aufgewachsen und im Westen den Lebensabend verbringen. So schön wird es nie im Westen haben. Ich möchte dann mal so zwei, drei Punkte aufgreifen, die Sie jetzt auch genannt haben, Herr Jahn, auf eine eigene Überlegung nochmal. Ich weiß nicht mal, ob ich es nur in der Frage formuliert bekomme, aber wenn man die Geschichte der Bundesrepublik nimmt als Folie, da hat sich 25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, des Dritten Reiches, eine Generation dann auch gegen die eigenen Eltern erhoben. Ja? Also mit den sogenannten 68ern. Jetzt, diese 25 Jahre sind jetzt auch seit Fall der Mauer vorbei, Wiedervereinigung. Auch das, was ich rausgelesen habe aus dem Buch Dritte Generation Ost, was wir sind, was wir wollen. Eine ganz große Anteilnahme bis in Schutznahme der eigenen Eltern. Ja? Jetzt haben Sie noch einen anderen Aspekt gesagt, der mich jetzt ein bisschen irritiert, deshalb kriege ich gerade nicht eine Frage formuliert, aber der Widerstand, ja, nach dem diese Auseinandersetzung müssen wir eingehen. Und da haben gerade auch diese dritte Generation eine Riesenchance. Eine Riesenchance, das herauszufordern. Und wir sind eigentlich bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur fast am Anfang. Diese ganze Fixierung auf Stasi, ja, das ist maßen darf. Und um welchen Zwang hat dieser Mann gehandelt? War es vielleicht nicht sogar klug, in dem Moment es so zu machen? Aber auf der anderen Seite kann ihm die Verantwortung keiner abnehmen, dass er mit dazu beigetragen hat, dass eine Diktatur so lange diskutiert hat. Und in diesen ganzen Fragestellungen hoffe ich und setze ich auf diese dritte Generation, die jetzt selbstbewusst rangeht und sagt, ja, wir bekennen uns bewusst zu dieser Osterfahrung von uns selbst noch ein Stück und von unseren Eltern, aber wir wollen Zukunft gestalten. Und deswegen gibt ich habe eine Frage an Christian Nestler, die stelle ich jetzt aber zurück, weil ich auf die Uhr schaue, wenn meine Uhr richtig geht, müssen Sie bald los, Frau Schwesig. An Sie habe ich noch eine Frage, und zwar, das hat jetzt auch mit Ihrem Amt als Bundesministerin für Familie auch zu tun. Sie sind Nachfolgerin von Ursula von der Leyen, die eine Generation von westdeutschen Frauen angehört und dann noch Teil einer konservativen Partei. Was Sie jetzt zusätzlich machen, was Sie erweitern an politischer Programmatik, was ist daraus gespeist, dass Sie einer anderen Generation als Ursula von der Leyen angehören und dann auch noch eine, die damals in der DDR geboren wurde? Ich versuche eigentlich, diese Wünsche, die entstanden sind in den Familien, eigentlich zusammenzubringen. Es war wichtig, dass vor vielen Jahren endlich diese Debatte anfing, ja, brauchen wir nicht mehr, also Betreuungs- und Bildungsangebote, der Rechtsanspruch auf Kita, dem eigentlich jetzt auch ein Rechtsanspruch auf Ganztagsschule folgen müsste. Das war alles richtig. Es gab ja dann, fand ich, wieder einen Rückfall in dieser ganzen Debatte. Also als es die Debatte ums Block wichtig, dass die Frau länger zu Hause bleibt, etc. etc. Und ich will mal sagen, ich glaube, dass heute, die Familien sind heute weiter als die politische Diskussion. Es gibt heute, wollen junge Leute weder das klassische, sage ich mal, DDR-Modell fahren, noch das klassische Westmodell. Um es mal zuzuspitzen, das klassische Westmodell war, er geht arbeiten, sie bleibt zu Hause, vielleicht, wenn ein bisschen teils. Hohes Verständnis für Mütter und Väter, die sagen, wenn ein Kind zur Welt kommt, dann wollen wir auch einen Schutzraum. Das ist die Elternzeit mit dem Elterngeld. Aber dieses Elterngeld war eigentlich zu kurz gesprungen. Es hat sich nämlich nur fokussiert auf dieses erste Jahr. Da kannst du ganz zu Hause bleiben, kriegst du Unterstützung. Eigentlich geht es doch um die ganze Strecke mit Kindern. Und da sagen viele Eltern heute, wir wollen
beide berufstätig sein, auch relativ zügig nach der Elternzeit wieder, aber eben nicht unbedingt Vollzeit. Also auch dieses Modell Mutter und Vater, beide Vollzeit, in Klammern plus Überstunden heißt das ja für viele mit kleinen Kindern, ist auch nicht aktuell. Also so wie das zu DDR-Zeiten war, das war ja nicht alles rosig. Es ist daraus eine Selbstverständlichkeit für Frauen entstanden, die gut ist. Aber es war ja nicht immer leicht für die Frauen. Und deswegen setze ich sehr auf dieses Modell der sogenannten Familienarbeitszeit, dass es eben möglich sein muss, also eigentlich beide Extreme zusammenzubringen, dass es möglich ist, dass Beruf und Familie vereinbart wird, aber nicht zwingend beide in Vollzeit, sondern vollzeitnah, und dass da der Staat sich auch unterstützt, also dass man das Elterngeld eigentlich in diese Richtung ausbaut. Das ist so, wenn Sie es jetzt politisch sehen wollen, die Zusammenführung beider Systeme, was jetzt meine Idee ist, weil ich irgendwie aus dem Osten komme, sondern was ich sehe, was die Wünsche der Eltern sind und was heute auch notwendig ist, denn wir leben nochmal wieder in einer anderen Zeit. Unsere Generation stellt sich ja nicht nur vor der Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren mit Kindern, sondern wir haben mittlerweile die Generation der Eltern oder Großeltern, der Angehörigen, die auch pflegebedürftig sind. Wir loben gerade in der jetzigen Zeit alle das Ehrenamt. Das ist genauso eine wichtige gesellschaftliche Tätigkeit, um da eigentlich so ein gutes Modell weiterzuentwickeln. Das ist mein Punkt, und das Neue an der Familienpolitik ist, dass ich hierbei auf Partnerschaftlichkeit setze. Das wurde nämlich total auch vernachlässigt bei der Diskussion Kita, Rechtsanspruch auf Kita und Elterngeld. Da ging es nur im Fokus auf die Frau. Die Frau muss mehr Chancen haben, berufstätig zu sein, insbesondere in Bezug auf Westdeutschland. Deswegen brauchen wir jetzt Kita-Plätze, deswegen wollen wir das Elterngeld einführen. Aber es wurde nie über die Rolle des Mannes gesprochen. Und es ist ganz interessant, weil ich gestern gerade mit meinem Mann darüber gesprochen habe, was wir alle wissen, er wird jetzt die Elternzeit dann nehmen, wenn alles gut geht, dass ich das eigentlich erstaunlich finde, dass sich auch die Männer auf so wenig reduzieren lassen. Nämlich darauf, also ihr müsst gut sein, ihr müsst einen guten Job haben und das Geld nach Hause bringen. Und dass eigentlich wieder jemand darüber spricht, dass es gibt viele Männer, die einen guten Job machen und vielleicht dann auch anständig Geld verdienen, aber es gibt immer nur den einen Vater fürs Kind. Dass es auch wichtig ist, dass Männer auch in ihrer Väterrolle wahrgenommen werden und dass sich Frauen und Männer eigentlich partnerschaftlich begegnen wollen. In der Beziehung, in der Partnerschaft ist es möglich aufzuteilen, nicht streng vorgegeben, aber das zusammen hinzukriegen. Und übrigens gilt es auch für den Job. Das ist ja mein Thema mit gemischten Teams im Job, dass es eben einfach nur darum geht, dass wir zusammen auf Augenhöhe arbeiten. Und diese Partnerschaftlichkeit, dieser Gedanke wurde in der Familienpolitik in der Vergangenheit völlig vernachlässigt. Und das ist eigentlich, was ich sozusagen einbringe, weil ich auf die Lebenswünsche der Menschen gucke und weil ich es vielleicht auch selber, das stimmt schon, biografisch so kenne von meinen Eltern, mein Mann kennt es von seinen Eltern, um hier auch zu leben. Wobei ich nicht mein persönliches Lebensmodell jetzt sozusagen vorgeben möchte, aber ich sehe, dass es sehr übereinstimmt mit vielen anderen, die auch die Wünsche haben. Vielen Dank. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, haben wir echt eine Punktlandung erreicht. Ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Bundesministerin, dass Sie da waren, für Ihre Kommentare zu diesem Buch, das ich auch total spannend. Ich freue mich, wenn es dann wirklich erschienen ist. Das ist der nächste Punkt. Dann können wir noch drauf eingehen. Ich sage Dankeschön. Wiedersehen. Das hoffe ich auch. Und nach einer kleinen Umbaupause würde ich sagen, geht es weiter. Ja, vielen herzlichen Dank und noch viel Erfolg den engagierten Leuten aus der dritten Generation. Das ist ja mal wichtig, dass es solche Impulsgeber gibt. Und dann kann das gut von Leuten wie Herrn Jahn und mir auch begleitet werden. Das machen wir gerne. Also noch eine gute Diskussion.